Wie bei vielen Menschen hat die Pandemie auch bei Jennifer Lopez Spuren hin. Sie war gerade dabei, ihre Hochzeit mit dem 45-jährigen Ex-Baseballspieler Alex Rodriguez zu planen, als das Coronavirus eine weltweite Krise auslöste. Wir hatten seit Monaten und Monaten und Monaten geplant, sagte Lopez jetzt im Interview mit der Zeitschrift. Das Paar habe in Übersee feiern wollen, stattdessen habe man daheim bleibt. Vielleicht war das nicht der richtige Zeitpunkt, so die 51-Jährige. Alles habe eben seinen perfekten, göttlich. Rodriguez schien kein Problem damit zu haben. Wir müssen jetzt mit dem Flow gehen, sagte er schon im April vergangenen Jahres in der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Vielleicht feiern wir eine Drive-Thru-Hochzeit. Das wäre billiger, witzelte er. Statt zu heiraten, haben beide laut Lopez eine Paartherapie gemacht. Ich glaube, das war sehr hilfreich für uns in unserer Beziehung. Die Sängerin und der Sportler sind seit 2017 zusammen und seit fast 2 Jahren mehr zum Thema Freundlichkeit als Beauty-Tipp. Jennifer Lopez kontert Botox Kommentare. Jennifer Lopez über das Maß für ihren Erfolg. Inspiration für Mädchen aller Altersgruppen und aller Hautfarben. Stars gratulieren Highschool-Absolventen. Ihr seid dazu auserwählt, die Welt zu verändern. Neben den positiven Aspekten des zurückgezogenen Lebens gab es laut Lopez aber auch nervige Momente. Sie vermisse es, kreativ zu sein und sich auch nicht so ihr Verlobter Rodriguez. Der habe stets betont, ich liebe es, zu Hause zu sein. Ich liebe meine Zoom-Anrufe. Ich liebe es, zu wissen, dass die Kids da sind und dass du die ganze Zeit. Für Lopez wäre es die 4. Ehe. Ob es ihr bisweilen gelinge, zu entspannen, wollte Eloy von Lopez. Doch, sagte die Künstlerin, ich sitze auf der Couch und esse Kartoffelchips. Aber man sollte sich nicht zu sehr daran gewöhnen, weil es so bequem ist und so viel Spaß. Lopez war bereits 3-mal verheiratet. Mit dem kubanischen Kellner Ollani Noir, mit Background-Tänzer Chris Judd und von 2004 bis 2014 dem Sänger Mark Enns. Aus der Ehe mit Anthony stammen ihre Zwillinge Maximilian David, genannt Max, und Emma Marie Bell Eiken, der Sp-